Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Divine Design Manifestation bei einem neuen Video. Heute geht es um die Angst. Die Angst ist hier in der Mangelperspektive. Die Angst vor dem Mangel. Die Angst davor, dass die Dinge nicht so sein könnten, wie ich will, weil ich dann enttäuscht sein kann. Die Angst davor, dass das Außen, das äußere Reaktionen, äußere Situationen für mich etwas nicht Handelbares, etwas nicht Vertragbares, etwas, was mir zu viel ist, was mich schockt, was mich wieder schlecht macht, was mich nicht gut genug macht. Die Angst davor ist genau ein Resultat von meinem gestrigen Video, die Co-Abhängigkeit vom Außen. Und nur solange diese Co-Abhängigkeit besteht, und schau bitte das Video an, das ich gestern gepostet habe über Co-Abhängigkeit vom Außen, nur diese Angst, nur diese Co-Abhängigkeit bringt dir diese Angst. Dem Moment, wo du diese Co-Abhängigkeit löst, ich wiederhole mich von gestern, weil du weißt, wer du bist. Und weil du weißt, wie das Prinzip funktioniert und sich deswegen die Co-Abhängigkeit auflöst, löst sich da Angst auf. Jegliche Angst. Angst zu versagen, Angst vor der Zukunft, Angst, dass etwas Schlimmes passiert, Angst vor Reaktionen von anderen Menschen, Angst, dass du Situationen nicht handeln kannst. Diese Angst löst sich auf, wenn du auf deinen beiden Beinen stehst. Wenn du da verankert und verwurzelt bist, das ist deine Erde. Das ist das, was die ganzen Meditationen von dir wollen, dass du dich verankerst mit deinen Wurzeln bis ganz tief in den Erdboden. In den Erdboden, in deine Foundation. Und diesen Erdboden und diese Foundation, die legst du selber. Indem du deine Divine Design Identity kennst, weißt, wie sie wirkt und das Prinzip dahinter verstehst. Das sind deine Wurzeln, dann bist du verankert, fest. Und dann kommt der Wind und du wackelst und schwankst. Aber letztendlich bist du fest verankert. Und vielleicht wie ein Baum im Wind legst du dich mal fast auf den Boden, aber dumm. Resilience ist das Wort im Business. Genau. Und darum geht es, dass du verstehst, wo diese Angst auf welchem falschen oder auf gar keinem Fundament steht. Die Angst steht nicht auf einem falschen Fundament, die Angst steht auf gar keinem Fundament. Die Angst steht in einer Realität, die nicht wahr ist. Die Angst entsteht, weil du in eine Realität gehst, in ein Denken, in einen Mindset, in Überzeugungen und vor allem Geschichten. Du erzählst dir den ganzen Tag Geschichten. Du gehst in diese Geschichten und schon kommt die Angst. Und die kommt so schnell, eine kleine Geschichte, ein kleiner Gedanke, eine kleine Aufmerksamkeit, ein kleiner Fokuswechsel und schon spürt dein Körper Angst. Weil deine Gedanken diese Angst generieren, dein Kopf generiert jede Energie und dein Körper spürt es. Und du musst zurück zur Quelle dieser Angst gehen, die ist in deinem Kopf, die ist in deinen Vorstellungen, die ist in deinen Ansichten und die ist dort, weil die Foundation noch nicht fest ist, weil du nicht fest weißt, wer du bist, weil du das Prinzip noch nicht kennst, weil du deine zwei Beine noch nicht fest abgestellt hast, weil du noch Zweifel hast, weil du Zweifel über von deiner Identität hast, deiner wahrhaftigen Identität, weil du Zweifel am Prinzip hast, weil du immer noch denkst, es sind Ausnahmen da, dieses Prinzip wirkt aber eins zu eins, ich bin und du kriegst gezeigt. Oder du bist, du kriegst gezeigt, ich bin und ich krieg's gezeigt. Und jede Information von außen, wo mir irgendjemand etwas sagt, was mich betrifft, berührt, betreffend macht, mir Angst macht, mich zweifeln lässt,
sind meine eigenen Zweifel, ist mein Mangel an meiner Foundation, an meiner Stabilität in meiner Foundation, in dem Wissen, wer ich wirklich bin und wie das Prinzip der Manifestation funktioniert. Es sind nur zwei Sachen, das ist eigentlich relativ wenig. Nur ist es wie eine neue Sprache lernen und sie zu sprechen, zu trauen. Du hast vielleicht auch schon dich dran oder kannst dich noch dran erinnern, wie es war, wie du eine Fremdsprache gelernt hast. Und vielleicht hast du sie nie richtig gelernt, weil du immer Angst hattest, sie anzuwenden, weil du immer Angst hattest, darin zu vertrauen, dass du schon verstanden wirst, dass die Leute auf deiner Seite sind, dass sie wissen wollen, was du zu sagen hast, auch wenn du nicht Worte und Grammatik perfekt wählst. Das ist ein Riesending, vor allem in Deutschland. In der Schweiz ist es nicht so. Weil mit dem Schweizerdeutsch, da gibt es kein richtig, da gibt es kein falsch, da gibt es keine Grammatik und keiner regt sich drüber auf. Es ist völlig egal. Hauptsache, man versteht einander. Das ist das einzig Wichtige. Aber in Deutschland ist immer das Wie, 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 Wie. Und deswegen haben wir solch Mindfuck im Kopf. Und genau darum geht es, dass du dich davon nicht mehr beirren lässt, dass du dich nicht mehr beängstigen lässt, dass du etwas falsch machen kannst, dass du etwas falsch sagen kannst. Dass du etwas falsch ausdrücken kannst, dass Leute dich nicht verstehen. Es ist nur der Fall, wenn du all das Zeug eben noch glaubst. Und wenn du diese ganzen Ängste in dem Griff hast, dann kannst du scheinen, dann kannst du genau das erreichen, was du willst. Und ja, dein Lebenszweck ist gar nicht so außergewöhnlich oder dein Life Purpose oder deine Berufung. Weißt du, was deine Berufung ist? Deine Berufung ist, zu zeigen, wer du wirklich bist und da einen Eindruck zu hinterlassen, eine Legacy zu hinterlassen, eine Wirkung zu hinterlassen. Das will jeder. Aber nicht, weil jeder so egoistisch ist und weil jeder so viel Fame braucht, sondern weil das Divine Design in uns das verlangt, weil das unsere wahre Natur ist, weil diese eingeschränkte Freiheit, das eingeschränkte Erfülltsein, das uneingeschränkte Erfülltsein, das uneingeschränkte Glück, das uneingeschränkte Licht, die uneingeschränkte Perfektion da ist, um gezeigt zu werden und nicht um sich zu verstecken. Und genau um das geht's, dass du erkennst, dass du das willst, dass das die Berufung ist und dass es das Normalste der Welt ist, dass du dich in deinem höchsten Glanz, in deiner höchsten Schönheit, in deiner höchsten Perfektion selbst erfährst und präsentierst. Weil es ist, die Welt da draußen ist so, wie du bist. Und wenn du klein bist, wenn du unterdrückt bist, wenn du nicht gut genug bist, dann ist halt deine Welt immer voll im Mangel. Und du bist immer wieder in diesem Mangelbewusstsein, in diesem Ego-Bewusstsein, wo dir Zeug erzählt wird, das immer wieder zum Gleichen führt. Du bist nicht gut genug, du musst noch mehr machen, du musst noch mehr lernen, du musst noch besser werden. Und genau das macht dir Angst. Und wenn du das mit dieser Codependency, von diesem Geplapper aus dem Ego-Design, Ego-Mind, Ego-Mindset, Ego-Denken, wo ich nicht meine Ego im Sinne von ich bin, ich bin, das ist geil. Dieses Ego ist Divine Design. Ich bin super, ich bin perfekt, ich bin schön, ich bin gewollt, ich bin geliebt. Das Ego meine ich nicht. Ich meine das Ego, das immer wieder sagt, ich muss besser werden, du musst besser werden, wir müssen besser werden, wir sind nicht gut genug. Du musst Angst haben, dass du nicht gut genug bist. Du musst Angst haben, zu was sagen. Du musst das und das machen, damit du besser wirst. Du musst den Leuten zeigen, dass du besser bist. Du musst irgendwas vormachen. Du musst dich verstellen, du musst bla, du musst Rollen annehmen, das Ego meine ich. Das ist dieses Ego, das dich in diesem Human Design, in dieser Beschränktheit hält. Ego ist wichtig, weil heißt Ego, das heißt auch I go. I go for myself, ich gehe für mich, ich gehe für mein Divine Design. Ich bin mein Divine Design, ich gehe für das und diesen ganzen Geplapper und diese Einschränkung. I don't give a S. Ich bin nicht mehr abhängig.
Ich bin nicht mehr beeinflussbar. Man kann mich nicht mehr unterdrücken. Man kann mich nicht einschränken, weil ich weiß, wer ich bin. Ich habe meine Foundation, ich habe meine Divine Design Identity. Ich kenne das Divine Design Manifestation Prinzip. Bam, and done. Ich bin frei. Ich bin erfüllt. Ich bin da, ich bin angekommen. Und ich sage dir alles, was du wissen musst, und du verstehst alles, was ich sage. Und du weißt, dass ich recht habe. Jetzt ist einfach nur dieser kleine Schritt, dieses Zeug zu klären, das da heimlich, das hat meistens gar keine Stimme. Das agiert im Hintergrund und ich habe Angst auch davor. Ich habe sogar Angst davor, vor diesem Hintergrund, dass der mich plötzlich wieder übermannen kann, weil ich diese Stabilität nicht habe. Und das ist alles, was ich in meinen Coachings mache. Das ist alles, was ich in meinen Teachings mache. In Rising Up mache ich das für die Identity, die du brauchst, egal was du in deinem Leben erreichen willst, sei es eine tolle Beziehung, sei es ein geiles Business, sei es tolle Erlebnisse, sei es Erfolg finanziell. Die Identity, das ist dieser Pfeiler. Und das lernst du in Rising Up, diese Pfeiler zu sein und dieses Prinzip anzuwenden zu können, bis du stabil bist. Und dann geht's weiter. Dann kannst du dein Business, und viele von euch sind Coaches und Mentoren und Berater und Trainer und wollen ja Divine Design ja leben, die wollen ja helfen, die wollen ja unterstützen, die wollen die Message herausbringen. Aber sie sind immer noch sowas am falschen Dampfer, weil sie eben aus einer falschen Perspektive heraus teachen. Und diese falsche Perspektive heraus, die hält die Menschen eben in der falschen Perspektive. Und das ist eben mein Anliegen. Hier ist die Kohle in dieser Angst, in der Mangelgeschichte, scheinbar für unser Ego. Ja, da verdiene ich Geld und die Leute sind bereit, dazu zu zahlen und für die Probleme zu lösen und so weiter und so fort. Und niemand ist bereit, dafür zu zahlen, begleitet zu werden bei seinem wahrhaftigen Identity Shift. Das ist auch nur Ego-Mindset. Niemand versteht es, niemand will es. Alle wollen es, alle verstehen es. Ich kriege jeden Tag E-Mails, wo sie sagen, das, was du sagst, das resoniert so, das bringt mich zum Weinen, das berührt mich so sehr. Also es kann nur sein, dass es die Wahrheit ist, die in dir ja eh schon angelegt und gespeichert ist, weil es halt bei allen so ist. Aber jetzt hier diese Sachen noch zu lösen und loszulösen und daraus wirklich ein Business, eine Angelegenheit. Ein Business, wenn man das richtig übersetzt auf Deutsch, dann ist es eine Angelegenheit. Eine Angelegenheit, einen Seinszustand, einen Business-Seinszustand zu machen, zu sagen, das ist mein Business, dafür bin ich da, dafür bin ich da, das ist mein Job, mein Business, mein Unternehmen. Das ist, wofür ich stehe, das ist, was ich tue. Wenn du das machen willst, dann geht es eben weiter in den nächsten Schritt. Und auch hier brauchst du wieder diesen Mindset, diesen Mindset, diesen Mindset, diesen Mindset. Dass es in Ordnung ist, ein Business zu haben, das sich mit Identity Shift von Human Design zu Divine Design beschäftigt. Und nicht ein Business zu haben, das weiter in diesem Human Design Abhängigkeitskram rumrödelt. Und das ist meine Mission, das ist mein Business. Und dieses Business-Programm, das wird gelauncht und das heißt das Absolute, so heißt es, der Absolut, Divine Design Absolut, es ist das Absolute. Und da gehst du drin auf, wie ein Hefekuchen, stehst morgens auf und denkst, scheiße, ich will Business machen, ich will Business machen, ich will Business machen, ich habe so Spaß an meinem Business. Ja, freu dich drauf, wenn du hier genau diese Zielgruppe bist, wenn ich dich anspreche und sagst, ja, logisch, das ganze alte Kram, das interessiert mich nicht, das ist schon so viele Kurse gemacht, I don't like it. Und es bringt mir auch gar nichts, es macht mir auch überhaupt keinen Spaß und immer wieder bringt es mich in diese Ansicht, ich bin nicht gut genug, ich muss mehr lernen, ich muss noch einen Kurs machen und ich muss noch ein Coaching machen und noch und noch und noch, noch. Und das wollen wir ja nicht, wir wollen ja interagieren, wir wollen uns ja inspirieren, wir wollen auch gerne in Coachings, Coaching-Räume, Impulse und so weiter. Aber aus dem Divine Design, aus meiner Divine Design Identity will ich einfach nur geil, geil, geil. Ja, juhu, mehr, mehr, mehr. Geil, cool. Das will ich doch.
Und ich so, ah ja, jetzt ist es endlich ein bisschen besser. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Erfolg. Jetzt fühlt sich es ein bisschen besser an. Schnarch, das ist doch langweilig. Ich will doch Power, Push, Pump, Pricken, Bubbles, Bubble Love, Bubble Business, alles Bubble, Bubble, Bubble. Also, du siehst, alles ist möglich, keine Limitierungen. Und der Weg ist eigentlich der einfache, nur er muss gegangen werden, gegangen werden, gegangen werden, gegangen werden. Co-Abhängigkeit zum Außen abgelegt, Foundation festgezurrt und los geht's. Bye bye und wir sehen uns am nächsten Video. Ich gehe davon aus, du teilst, du likest und du gibst es weiter und du sagst den Leuten, die das wissen wollen, dass sie mal bei meinem Kanal vorbeischauen sollen und sich mal da ein bisschen Binge-Watching durch die Videos, damit sie merken, oh ja, genau, die Frau hat recht. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Auch für mich. Her mit dem geilen Leben. Bye bye.